Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, I was about to bang the horn. Wieso bin ich? Wir sind doch fast gleich vorne, aber irgendwie dein Kopf ist immer kleiner als meiner, weil der Winkel nicht passt oder wie? Bin ich zu weit in der Mitte, bin ich zu weit außen? Wenn wir vorgehen, das ist doch. Der wird nicht größer, oder? Mein Kopf bleibt zu klein. Ja, wie bei Beetlejuice, Schrumpfkopf. Weil, genau. Egal was ich mache, ich der bin Kopf Beetlejuice. Ist ja, das ist gut. Ja, egal, so. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, der Hannes ist da, der Hannes ist Moin. Zu Besuch. Und wir haben jahrelang getüftelt, endlich eine neue Mars-Kreation auf den Markt zu bringen. Die heißt, wie heißt sie? Rhabarber-Mars. Rhabarber-Mars, das ist so ein toller Name und ihr denkt, wie kommt man denn darauf? Kurze Geschichte, ich war in Suhl, Essen mit Pupsi, mit dem Muttertier, da waren wir auf dem Weg zum Kino auch. Da wollte ich mir einen Bananenweizen bestellen. Jetzt hau der Beutel ab. Hey, da wollte ich mir einen Bananenweizen bestellen und er meinte, der Wirt, das Bananensaft ist leer. Er kann mir aber ein anderes Weizen machen. Ich habe gefragt, was haben sie denn noch für Weizen da? Er meinte, theoretisch kann ich jeden Saft, den wir haben, zu einem Weizen machen. Das klang logisch. Ich kannte bis dahin nur Bananenweizen und Cola-Weizen. Er hat gesagt, wir können auch Erdbeerweizen machen oder Apfelweizen oder Pflaumenweizen oder was sehr beliebt ist, Rhabarberweizen. Da habe ich dann einen Rhabarberweizen bestellt, fand das eigentlich ganz okay und kam auf die Idee, mach doch mal die Rhabarber-Mars daraus. Die besteht nämlich aus, natürlich, Rhabarber-Nektar gemischt mit Bier, aber nicht irgendein Bier, sondern Hefeweizen. Und weil wir wegen Schnitzelbrötchen im Netto waren und da keine hatten und das Bier, es gab auch kein richtiges Bier, mussten wir halt jetzt Plastik, Flaschen, Schloss, Hefeweizen nehmen, weil das einzigste Hefeweizen war, was es gab. Und ihr wisst, wenn wir Mars machen, eine dritte Zutat. Es gibt immer eine dritte Zutat. Das heißt nicht umsonst die drei Komponenten Mars. Das heißt, ihr habt als Grundlage ja ein Bier, was ihr mischt mit was anderem, wie Cola oder Saft oder Limo. Bei uns ist es halt dann also der Rhabarbersaft. Und um das Ganze noch ein bisschen aufzuwerten, zu pushen, gibt es diesmal bei uns Weizenkorn. Weizenkorn, passend zum Thema Weizenbier mit Weizenkorn. Das ist das Topping, was oben drauf kommt. Mit 32%. Ihr hättet jetzt auch Hefeweizen mit Rhabarber als Rhabarberweizen machen können und oben Pfeffi-Klopfer drauf. Oder Feigling. Oder Jägermeister oder irgendwas. Aber ich glaube, das ist schon passt gut dazu. Nur das ist durchsichtig. Das sieht eh gut aus, weil es so hell ist und so freundlich aussieht mit dem Hellblau. Und weil es Hefeweizen ist und Weizenkorn, das harmoniert. Wir haben hier wieder mal vom Verdi gesponsert, jetzt habe ich es vergessen im Laufe der Jahre, der NetGhost oder der iScorpions? iScorpions war es. Der iScorpions hat uns diese Bierkrüge gesponsert, wieder mal. Ihr wisst, jedes Video gibt es neue Bierkrüge, die wir auspacken. Die alten werden weggeschmissen, weil wir müssen an die Umwelt denken, wenn wir da nämlich Spülmittel reinmachen und Wasser. Dann verpestet das die Umwelt und das Wasser wird verschwendet. Deswegen haben wir uns gedacht, wir bestellen uns, also von unserem Sponsor, lassen wir uns neue geben. Und die werden wir jetzt befüllen, dass das wirklich eine Maß ist. Und das passt sehr gut, weil das ist ja ein halber Liter. Und das ist ein Liter, dann müsste das genau aufgehen. Wir füllen zuerst natürlich unser Bier ein. Das haben wir vor allem eben noch im Gefrierschrank gehabt, damit das schön kühl ist. Ich nehme mal einen ganz kleinen Nipper, wie das so schmeckt. Schmeckt jetzt schon wie Bananenweizen. Das finde ich immer das Gute. Nur ohne Banane. An so Weizen. Weizen hat irgendwie immer trotzdem so einen bananigen Geschmack. Oder fruchtig oder was auch immer. Süßlich hier wahrscheinlich, ja. Das ist die erste Komponente. Weizen. Weizen, eingeschenkt, Schloss, Hefeweizen, traditionell gebraut. So. Dann
Ach, weißt du was? Wir machen das Topping als zweites, damit wir mit dem Saft genau gucken können, wie weit es kommt. Weizenkorn drüber träufeln. Der ist ja auch durchsichtig. Jo. Weizen. Packen wir mal hier rein. Den probiere ich jetzt nicht so, weil das, man muss es ja nicht übertreiben. Wir wollten uns ja ganz woanders hinsetzen, aber überall knallt die Sonne so auf den Schädel, dass wir uns jetzt hier hingesetzt haben. Hier ist ein Dach über dem Kopf, hier sieht es gemütlich aus und mal gucken, ob wir Bier-Tastings auch hier drehen können. Jetzt kommt der Saft und da weiß ich gar nicht, wie man das am besten macht, dass das gut aufgeteilt ist. Ich fülle es erstmal hier bis zum Strich, hier auch bis zum Strich. So, das war über den Strich. Es muss ja theoretisch beides aufgehen. Und das hat auch so eine richtig so leicht rosane Note. Das sieht gut aus. Jetzt will man nochmal weiter. Wieder hier drüben, weiter. Der Weizenkorn kann nicht so viel gemacht haben, dass das jetzt nicht mehr reinpasst. So, jetzt wieder hier drüben. Wieso ist bei mir ein Haar in der Suppe? Bei mir war auch ein drin. Jetzt ist es immer noch da. Adi, Schatz, was machst du da, Adi? Es passt nicht. Doch, es muss passen. Alles, es passt. Wir kriegen hin, dass es passt. Jawohl. Der Rest tropft raus. Ja. Jetzt hat das auch eine super geniale Rhabarberfarbe angenommen, die ihr gar nicht seht, die ich euch jetzt aber zum Sehen bringe, wenn ich so tue. Sehr cool. Guckt das euch an. Das ist die Rhabarbermaß. Das ist die Hannesmaß. Ne? Jetzt stellen wir euch da wieder hin. Eieiei, der Wind, das himmlische Kind. Ist das jetzt gerade? Ich glaube es. Man muss sich an dem. Oh, der Balken, guck mal, der Balken zieht genau eine Linie über uns. Das ist perfekt. Lässt du das Haar jetzt drin? Ja, das ist drin. Doch das vierte Topping. Das ist das Spielzeug im Überraschungspaket. Genau. Ich würde sagen, wir probieren erstmal kurz, aber trotzdem ein Prost. Prost. Lass uns probieren, wie es schmeckt. Schön abgetrunken bis zum Ring. Das war die beste Idee, das zu kühlen. Definitiv, wenn es zu warm wäre, dann würde es nicht schmecken. Das ist gerade so erfrischend. Das ist ein bisschen, wie nennt man das? Bitter, sauer. Dieses Rhabarber setzt, ist im Nachgeschmack spürbar. Okay, vielleicht kommt auch von dem Weizenkorn ein bisschen halt so eine Note, die da eine durchfliegt. Leichte Note, ja, ein leichter Abgang ist davon schon drin. Ja. Merkt man schon. Aber egal. Wirkte aber nicht zu stark, also der Weizenkorn war nicht übertrieben, der hat eine kleine Prise zugegeben, aber ist nicht so, dass du trinkst und sagst, boah, ist das Hardcore, sondern das ist trotzdem immer noch erfrischend, das ist lecker, das ist fruchtig, das macht Spaß, das ist echt, ich bin überrascht. Die Wespe greift uns gleich an. Aber auch ein guter... Ich finde das sehr gut. Das würde ich auf jeden Fall wieder trinken. Auf jeden Fall. Es gibt ja Maß, die wir hatten, wo ich gedacht habe, was ist das denn, das machst du Eibalo nie wieder. Aber nee, das... Odelmaß war doch genial, also... Jetzt hätte man nur mal gucken müssen, wie es eigentlich schmeckt, ohne das Rhabarber... Ach nee, ohne den Weizenkorn, einfach nur ein Rhabarberweizen. Wenn ihr schon mal Rhabarberweizen getrunken habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten möchtet ihr auch mal die Rhabarbermaß testen. Und was hättet ihr als Topping gewählt? Goldkrone, Jack Daniels, Jim Beam, Pfeffi? Schreibt's mal rein. Das ist unseres. Ah, wir müssen, jetzt weiß ich, wieso hier so viel Müll ist. Weil immer beim Tasting alles runterfällt bei den anderen Leuten. Wir lassen uns noch mal schmecken, Hannes. Yo, schön, dass du da bist. Auf jeden Fall. Das ist die Rhabarbermaß. Wenn ihr andere Ideen habt, schreibt's mal rein. Vielleicht fällt dem Hannes noch eine ein, solange er hier ist. So, beim Königssaufen wäre jetzt schon mal Bodensee gewesen. Kennt ihr Königssaufen? Schreibt es mal rein. Wie wäre es mit einer Sportmaß? Mit Schweiß drin, gute Idee. Für noch mehr Infos folgt uns auf. Nee, lasst es einfach sein. Ciao.